Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hellal TV. Unser erster Kandidat, er ist Türke, er ist YouTuber, er ist gerne chinesisch und er ist heute Abend hier, Muhammad. Ich fand diese Einleitung fand ich schön. Das fandst du schön? Ja, Bruder. Wo weißt du, dass ich so gerne Chinesisch mache? Hi Leute, ich bin Momo. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich mach heute den anderen Typen platt. Ja, Mann. Oder soll ich das alles so mal gut in die Kamera sagen? Alles gut. Weil ich könnte es alles gut, machen, Digga. Oder? Ich würde dir doch sagen, wenn ich alles gut ist, Digga. Also ich könnte jetzt doch alles machen. Gut, aber. Müssen wir jetzt Ranja reinholen. Nein, das soll aber sehr gut sein. Ich kann's machen. Gut, Hi Leute, chill. Ich bin Momo. Tamam, Lam, tamam. Du machst den platt. Zeig gleich, Digga. Immer nur Babbel, Babbel, Babbel. Alles nur Ja, sag. Bla, 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 bla. Und wir kommen zur zweiten Person. Er ist heute Abend auch hier. Er macht den Carlos-Move auch manchmal in Diskotheken. Und heute Abend ist er hier. Ranja! Salam alaikum, Digga. Du hast meine Stelle voll kaputt gemacht. Tut mir leid, Digga. Aber ich blute, Digga. Boah, du blutest echt, Digga. Du hast mir Kopfnuss gegeben, egal. Gut, egal, Digga. Ich blute. Hab Minuspunkt! Wallah, nein. Okay. Ich habe natürlich wieder ein paar Fragen erstmal an euch. Was denn? Ihr kennt das ja, ne? Fangen wir mal bei dir an. Ich habe gesehen, in letzter Zeit bist du auf Instagram relativ gestiegen. Hast jetzt die 30.000 auf Instagram erreicht. Was möchtest du dazu sagen? Was möchtest du dazu sagen? An alle meine Zuschauer! Das war's, Digga. Yeah. Mehr sag ich dazu nicht, Digga. Alles klar. Ich bin ein Mann für mich, merkt ihr das? Tamam. Wir sind alles Männer unter uns. Das könnte ein Spruch von Manuelsen sein, Bruder, ich bin ehrlich. Apropos Manuelsen. Ich habe gehört, dass sie ihn in letzter Zeit ordentlich verarscht haben. Oder was heißt verarscht? Imitiert. Das heißt, findet man den Link zum Video? Ja, also imitiert. Also wir haben das dann natürlich parodiert, das Ganze. Alles nur mit Humor nehmen, Leute. Wir feiern natürlich alle Rapper. Von daher, ich würde sagen, einfach mal abchecken, Leute. Der erste Link in der Beschreibung. Was du immer im Trends, ne? Hellal TV! Jedes Mal bis jetzt! Hellal TV ist aktiv, man! Und damit auch dieses Video in den Trend kommt, ballert die Kommentare voll mit Hashtag Hellal TV. Ja, Mann. Und dahinter, wenn ihr ganz cool seid, schreibt ihr noch Amonaco eben. Okay! Heute haben wir natürlich wieder ein Minispiel für euch. Ein kleines Spielchen, ein kleines Sahnehäufchen. Das war's, das heutige Spiel. Ich sag euch gleich irgendwelche bekannten Leute. Manche sind mehr bekannt, manche sind weniger bekannt. Manche sind für schöne Sachen, manche für lächerliche und manche für eigentlich einfach gar nichts bekannt. Und ihr müsst mir sagen, wie viele Instagram-Follower sie haben. Okay. Wir spielen dieses Spiel bis 5. Okay. Wer zuerst 5 Punkte hat, hat das Spiel heute gewonnen. Wie viele Abonnenten hat die Instagram-Seite von Bullshit TV, die offizielle? Die gemeinsame, offizielle Instagram-Seite von den Jungs. Haben wir verstanden, Digga. Wir sind nicht behindert. Ich weiß ja immer nicht. Behindert sagst du bitte nicht bei dieser Show, ja? 3, 2, 1. 225.000. 240.000! 225 gesagt. Oh shit, Alter! Und zwar ist das Ergebnis. Für den ersten Aufgabenfrage am heutigen Tag. Bullshit TV hat 49.200 Abonnenten. Damit hat Momo den ersten Punkt. Digga, was? Hab ich das gar nicht erwartet, Digga. Ich auch nicht. Ich bin geschockt, Digga. Ich auch nicht. Ich bin geschockt, Digga. Ich auch nicht. Wir können die so wenig haben, Digga. Was geht? Ich auch nicht. Das ist echt krass, also echt überraschend. Mehr sagst du nicht, Alan! Ich komm hier mit dir zu reden, mehr sagst du zu mir nicht, oder was, Alan? Muhammad hat den ersten Punkt, damit steht's 1-0 bei der dritten Folge von LLTV. Muhammad! Wir waren fast gleich, Digga. Das war jetzt keine Intelligenz, du bist keine Intelligenzbestie, Digga. So nah und doch so fern. So, Habibus? Ja, Habibu. Bruder, du weißt. Ihr kennt ja alle den Rapper Nemo. Dieser Nemo hat ja drei Hunde. Drei Hunde, ja. Und die haben eine eigene Instagram-Seite. Jeder einzelne von denen? Nee, achso. Mali, Balu und Nala haben zusammen eine Instagram-Seite, die heißt Meine Dogs. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Leute haben Nemos Dogs abonniert? Ich zähl runter. 3, 2, 1. 38.000. Wie lange geht das? Es sind 18.700 Momo. Oh, Digga, was los? Was los, Digga? Was für Fragen eigentlich? So, Leute, es steht 2-0 für Muhammad. Glück, Glück, Glück. Glück. Ich will ja nichts sagen. ICQ damals, I like you, so klingst du, Digga. Momo, du fährst ja 2, ne? Alles halal. Du bist schon haram unterwegs heute, Digga. Ja, aber da nicht mal einen Punkt geholt. Du gehst gar nicht ab heute, Digga. Schockst gar nicht heute, Digga. Dritte Person, ja? Ja. Die dritte Person, von der ich die Anzahl der Instagram-Follower wissen möchte,
ist Recep Tayyip Erdogan. Telefonjoker. Ja, wen rufst du an? Ösi. Was ist sie? Der war gut. Ja, Walla, grüß ihn aber. Walla. Echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt. Ich gebe euch einen Tipp. Er hat mehr als Raja. Ich gebe euch noch einen Tipp. Er hat mehr als ich. Einen letzten Tipp gebe ich euch noch. Er wohnt in der Türkei. Junge, mach jetzt. Echt? 3, 2, 1. 400.000! 400.000! 400.000! Hey, Türken, seid ihr auf so Instagram aktiv oder nicht? Ja, früher? Aber ich dachte, 80.000 ist schon viel, so, weiß nicht. Er ist doch Präsident, ja? 80.000, ne? Ja, ich glaube, es ist zu wenig. Und du hast gesagt 400.000. Nee, hab ich nicht gesagt. Er hat 4,3 Millionen. Ja! Ich sag doch, Digga! 2-1 für Mohammed bei Hellheit TV. Raja kommt langsam auf den richtigen Weg, wenn ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zur vierten Person. Und die vierte Person ist ein Profifußballspieler. Mario Balotelli. Oh. Wow. Der hier. Wer? Ah. Warte, warte. Okay. Ball. Da muss die Barsche, Digga. Hey, da hast du Eibeck. Eibeck. Warte. Eibeck. 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 Warte, du jetzt. Eibeck. Nein, du einmal. Eibeck. Eibeck! So! Ich will so gar nicht. Ich möchte eure Antwort haben in 3, in 2, in 1. 2,7 Millionen! 2,7! Das passt nicht so voll auf. 2,3 Millionen! Echt auf einem Level, ne? 2,3 Millionen. Warum freust du dich eigentlich schon? Millionen, Digga, 2,7 Millionen. Ey, ne, der hat bestimmt 11 oder so. Meinst du? Safe! Also, ich sag mal so. Profifußballer sind sehr fame. Scheiße, ja. Er hat 7,7 Millionen Punkte für Raja. Wollte ich doch an? Hä? Ja, du hast 2,7, er hat 2,3. Hast du 2,3 gesagt? Ja! Ja! Ich hab euch gesagt 3,2, Digga! Hab ich doch gesagt. Nein! Kommen wir zum fünften Teilnehmer. Der fünfte Teilnehmer liebt Fleisch. Fleisch schön an. Nussi, ja. locker. Ja, ja. Sag mir bitte sofort ihn, gleich. Ich folge ihm, Bruder. Okay, ich hab's. Bruder, ich hab auch. Okay, wenn ihr beide habt, dann möchte ich's auch haben. Aber damit habt ihr nicht ganz, ne? Nusret, Followerzahl in 3, 2, 1. 12 Millionen, Digga. Digga, wir sind echt immer so nah, Bruder. Ja. Einer hat auf jeden Fall deutlich gewonnen. Und dieser Sieger ist... Raja, der 16,1 Millionen! Einfach link gespult, überholt, Digga! Lass nicht, Bruder, du hast doch Punkt gemacht. Ich freu mich doch mit dir. Nein, Digga. Du musst dich immer Hass gegen meine Gegner. Du musst traurig wirken, so ein bisschen. Du musst so weinen fast. Eigentlich wieder da Leute runterschussen. Er schuss mir Leute runter, Digga, eine. Nummer 6. Es steht 3-2 für Raja. Er hat dich komplett überholt, Bruder. Ja, Bruder, aber guck mal, ich sag du, Bruder. Ich gebe ihm so ein bisschen so. Ne, ich lass ihn so ein bisschen zappeln, Digga. Und dann hol ich mir wieder. So, ja, ich hab die Saltbar hab ich hingelegt. Er will gerade essen, ich nimm weg. Warte, guck mich an. Du gehst heute hungrig ins Bett, Bruder. Guck mich an. Nein, sehe ich nicht so. Der sechste Teilnehmer ist die offizielle Seite von Haribo in Deutschland. Also Haribo Deutschland, nicht Haribo USA oder Haribo weltweit. Ich will die Antwort wissen in 3, 2, 1. 370.000! 300.000. Wer abonniert denn schon Haribo? Nichts gegen die Haribo, ich mag Haribo. Aber warum soll man die Instagram-Seite abonnieren, Bruder? Um neue Sorten zu finden oder was? Einer von euch ist auf jeden Fall richtig krass, Digga. Hat das Ergebnis nur um 600 Follower verfehlt. 600 Follower, Digga. Ja, okay, wenn du schon 600 Follower sehen kannst, dann ja. Ja! 78.000 und 600 Follower! Digga! Tschüss! Er sagt auch noch. Tschüss! Was nicht abgesprochen ist, ich meine nur! Bruder, du weißt Marketing ein bisschen hier, Marketing ein bisschen da. Du weißt, dass das Hellheit TV ist und du willst. Warum machst du einen Hader am Haribo? Eigentlich zählt Punkt nicht, wenn Hellheit TV verbleiben soll, ich meine nur. Bruder, ich habe ja nur über deren Abonnenten gesprochen. Oh, shit. Ja, allgemein, du machst da Werbung für die sozusagen. Leute, einfach gesagt, was da steht, der 78.000 Pack! Ich muss den Punkt leider zurücknehmen. Warum? Weil er hat Saddam, Digga. Wegen Haribo oder was? Ja. Oha, Digga. Ich muss den Punkt echt zurücknehmen. Nein, sowas gibt es schon. Schade auf jeden Fall. Nein, nichts schade. Schade. Ich hätte dir gegönnt, Bruder. Ich hätte dir gegönnt. Aber wenn er sagt, Digga, ich hätte dir gegönnt. Bruder, kann man nichts machen. Damit steht es weiterhin 3-2 für Raja, das ist traurig. Oder gib mir den Punkt! Nein, Digga. Ich will auch nicht mehr. Digga, die Show ist immer in den Trends und den Namen und so, das geht nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was Albo gerade hier abzieht. Die werden sagen, dass er sei behindert. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr eine Meinung habt, vertretet diese Meinung. Lasst euch nichts einreden. Die nächste. Wunderschöne. Wirklich wunderschöne, Digga. Ich sag ehrlich. Ja, hau mal raus jetzt. Sie war bei Germany's Next Topmodel. Okay. Gerda J. Lewis. Zeig mal. Soll ich noch ein Bild zeigen? Ja, Mann, zeig mal. Eins.
Nein, brauchen kein Bild mehr. Ich lass, weiß, wie viel glauben. Okay, ein allerletztes Mal. Zeig mir was, zeig mir irgendwas, wo ihr Gesicht ist, Digga. Tamam. Zeig Körperbilder. 3, 2, 1. 220.000. 1,1 Millionen. 418.000. Momo hat den Punkt. Ja, Digga. Oh, scheiße. Boah, Comeback, 3-3. Ich bin wieder back. Das steht wie unentschieden. Hättest du das 4-2 machen können. Hast nicht gemacht. Hast nicht gemacht, Digga. Wir hatten ja eben den Herrn Erdogan. Ja, jetzt kommt schon Merkel. Genau. Warum? Ja. Ja, okay. Jetzt kommen wir zu seiner guten Freundin, Frau Merkel. 3, 2, 1. 501.000. Einer hat auf jeden Fall deutlich gewonnen. Frau Merkel hat gar kein Instagram. Ja, dann ist aber niemand mehr. Spaß, Mann. 696.000. Wow, Digga! Also nach wie vor steht es 4-2. Ja, nach wie vor steht es zu dem Punkt. Ja, willst du das auch sagen, Bruder? Ich möchte jetzt wissen, wie viele Instagram-Follower. Elias nach wie vor. Elias, der Kleine. Fendi. Und er heißt auf Instagram Elias nach wie vor. 3, 2, 1 und 64.000. Wow. Er hat 12.300 Follower. Damit hat Raja den Punkt geschickt. Viel zu viel. Echt wenig, Digga. Ja! Echt krass, Digga. Echt heftig, Digga, Adam. Heftig. 12.000 Follower. Und so ein guter Künstler, Digga. Nachdem ihr uns auf Snapchat und Instagram folgt, folgt dem Macke auch. Folgt ihn auch, Digga. Elias, wenn das dies folgt, dir selber, Digga. Mach ein paar Fake-Accounts, Digga. Was ist das denn, Digga? 4-4, Digga. 4-4. Wir kommen zur letzten Person, Digga. Finale! Finale! Ich hätte schon gewonnen jetzt. Okay, jetzt kommen wir zu einer Frage. Da werdet ihr beide, glaube ich, so ein bisschen gar keine Ahnung haben, was hier abgeht. Und zwar kennt ihr ja das neue Lied, dieses Mary Jane. Und der Künstler, ihr wisst das beide nicht, deswegen ist es spannend. Der Künstler heißt Barry Soprano. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Follower er hat. Sein Lied hat auf YouTube mittlerweile 13 Millionen circa, Pipapo. Okay. Hey, Papo. Und wie viele Abonnenten hat der Motherfucker auf Instagram? Okay. Ich will die Antwort wissen in 3, 2, 1, 19.000! Oh mein Gott. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab 19.000 gesagt. 19? Ja. Du? 312. Was hat die nochmal gesagt? Du hast 300.000 gesagt? Nein, 312.000 hat er gesagt. Und du hast 19.000. 99.000 hast du gesagt. 19.000. 99.000, okay. 19 lang? Und Schiffe, ich will dir helfen. 99.000 hast du gesagt, ne? Ich hab 99.000 gesagt. Okay, er hat 41.100. Ja! 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 Nein, ja! Das gleiche! Guck mal, was hier geht. Hey Leute, TV! Schalten ein, Leute! Guck mal, ihr habt mich verarscht, Digga. Ihr habt mich verarscht. Boah, ich hab gar nichts gemacht. Ihr habt mir diesen Punkt mit Haribo nicht gegeben. Trotzdem hab ich gewonnen. Aber guck mal. Wir haben dich auf den geraden Weg gebracht, ja, und du hast den geraden ich Weg. Ich werde weiter in Haribo essen, Mann. Ich werde jetzt erst recht Haribo essen. Ziel aber gefunden. Guck, wie ich gleich Haribo esse, Mann. Du hast den Weg doch zum Ziel gefunden, Mann. Was ist denn das Problem, Digga? Bist du nicht angekommen, Digga? Sein Bett? Oh, ich bin so rum. Schuss. Also, dann schreit doch nicht rum, Digga. Ich Schuss hier von meinem Bett weg, Digga. Ich schrei doch nicht rum, Digga. Das war's auf jeden Fall mit der dritten Folge von HellLife TV. Nochmal Props an Raja, Leute. Yeah! Wenn dieses Video 1 Million Klicks bekommt, dann zieht sich Albo aus! Nein, hört sein. Vor der Kamera! Verlose ich dieses Sakko. Oha, Digga. Bei 1 Million Klicks. Oder innerhalb von 2 Tagen. Verlose ich dieses Sakko. Ich verlose ihn! Wenn das Video in einem Tag 1 Million Klicks bekommt, dann verlose ich Albo, Digga! Ich verlose Albo! Oder nicht, Bruder, lasse? DHL reinschieben, Digga, weg mit dir, aber noch. 500.000 Klicks, Leute! 2 Likes! Geschafft noch 2 Likes! Snapchat und Instagram findet ihr auf jeden Fall hier. Vergisst nicht, jeden Tag 20 Uhr ein Video! Mach mal einmal Modelpose. Jeden Tag 20 Uhr einblenden so.